Jetzt kommen wir zum Aufgabenteil 3, Überprüfung der Maximaltragfähigkeit und Berechnung und Wahl der Bewährung. Okay, also als erstes Maximaltragfähigkeit nachweisen. Überprüfung der Maximaltragfähigkeit. Da haben wir einfach Max VRDC. Das ist 1,4 mal VRDC. Also 1,4 mal 0,942 kommt raus 1,320 Meganewton pro Quadratmeter. Und das ist größer als VED. 1,241 Meganewton pro Quadratmeter. Also Druckstrebentragfähigkeit ist ausreichend. Ne? Druckstrebentragfähigkeit ist ausreichend. Dann führen wir jetzt zunächst die Bemessung für die ersten beiden Bewährungsreihen durch. Also Bemessung für die Bewährungsreihen 1 und 2. ASW 1, 2 ist gleich Beta mal VED RET durch FY WD effektiv. Das FY WD effektiv berechnen wir mit 250 plus 0,25 mal D, D in Millimeter. Aber es muss natürlich kleiner sein als die zulässige Stahlspannung von 435 Meganewton pro Quadratmeter. Gut, haben wir hier 250 plus 0,25 mal 880 kommt 470 Meganewton pro Quadratmeter raus. Und das ist kleiner, das muss natürlich kleiner sein, hatten wir gerade schon gesagt, als 435 Meganewton pro Quadratmeter. Also dürfen wir maximal die 435 ansetzen. Damit bekommen wir ASW 1,2, Beta ist 1,1. VED RET, müssen wir mal nachgucken, hatten wir hier ermittelt mit 4,745 durch 435 mal 10 hoch 4. Gut, haben wir 120 Quadratzentimeter. Fangen wir an mit der ersten Bewährungsreihe. Die liegt im Abstand 0,3D, also 0,3 mal 0,88, also bei 0,264 Meter wird die erste Bewährungsreihe angeordnet. ASW 1,2 verteilt sich zur Hälfte auf die erste und die zweite Reihe, also 120 halbe ist dann 60 Quadratzentimeter. Jetzt brauchen wir den Umfang des Rundschnittes bei 0,3D. Wir rechnen das genauso wie hier oben, wie wir U1 bestimmt haben. 2 mal Cx plus Cy plus 2Pi mal A und A ist diesmal halt 0,264. Also 2 mal 0,4 plus 0,4 plus Pi mal 2 mal 0,264. Kommt raus 3,26 Meter. Dann dürfen wir noch einen maximalen Durchmesser nur verwenden. Also Max Durchmesser ist W. Ist einfach 0,05 mal D. Also 0,05 mal D in Millimeter sind 880. Das heißt, wir dürfen maximal Durchmesser von 44 Millimeter verwenden. Und dann können wir die Bewährung wählen. Wählen
10 mal zweischnittige Bügel. Durchmesser 20. Ne? Damit haben wir eine vorhandene Bewährung, vorhandene S, von 2 mal 31,42. Ne? 10 Durchmesser 20 und 31,42. Wir haben zweischnittige Bügel, deswegen 2 mal 31,42, 62,84 Quadratzentimeter. Das ist größer als 60 Quadratzentimeter. Dann bestimmen wir unser Abstand der Stäbe in tangentialer Richtung, ST. Und das ist einfach der Umfang, hier in dem Fall 0,3D, durch N, das ist die Anzahl der Bügel, N Bügel, schreiben wir erstmal 2 davor, 2 mal N Anzahl der Bügel. U 0,3, 3,26 Meter durch 2 mal 10, also es sind 20 Bügelschenkel. Und damit haben wir einen Abstand in tangentieller Richtung von 16,3 cm. Und das muss kleiner sein als ein maximaler Abstand ST von 1,5 mal D. Haben wir jetzt in Zentimeter, 1,5 mal 88 sind 132 cm, ist viel kleiner, was wir haben. Kurz zur Erklärung nochmal, wir haben hier unsere Stütze. Dann haben wir den ersten Rundschnitt ungefähr hier. Abstand zur Stütze 0,3D. Die Bügelschenkel, die hier drin liegen, sind jetzt so, also hier ist das ist ein Bügel, das ist ein zweiter Bügel, das ist ein dritter Bügel und so weiter. Und es geht jetzt bei ST um diesen Abstand. Ja. ST vorhanden muss kleiner sein als Max ST. Okay, dann haben wir jetzt gleich noch einen radialen Abstand. Der radiale Abstand ist einfach zur nächsten, ist nicht ganz so schön geworden, zur nächsten Bewährungsreihe der Abstand. Also geht natürlich hier komplett rum. Und der Abstand von da nach da, das ist jetzt 0,5D und das ist unser SR. Abstand in radialer Richtung, Abstand in tangentieller Richtung entlang dieses Rundschnittes und SR zwischen zwei Rundschnitten. Okay, dann, wofür brauchen wir das mit SR und ST? Für einen Mindestdurchmesser. ASW min berechnet sich zu 0,08 durch 1,5 mal Wurzel FCK durch FYK mal SR mal ST. Und SR, habe ich gerade gesagt, ist 0,5 mal D. Also 0,5 mal 88, 44 cm. Gut, ASW min ist damit 0,08 durch 1,5 mal Wurzel FCK ist 35, FYK 500, SR 44 cm, ST 16,3 cm, sind 0,45 Quadratzentimeter, muss ein Bügelschenkel mindestens haben und das ist kleiner als das vorhandene AS von einem Durchmesser 20. Ne? ASW Durchmesser 20 hat 3,14 Quadratzentimeter. Okay, das war die Ermittlung der ersten Bewährungsreihe mit den ganzen konstruktiven Dingen, die wir berücksichtigen müssen, also Mindestdurchmesser eines Bügelschenkels, maximalen Durchmesser und die Berechnung der Abstände in tangentieller und radialer Richtung. So, das gleiche machen wir jetzt auch für die zweite Bewährungsreihe. Zweite Bewährungsreihe im Abstand 0,8 mal D, also 0,8 mal
0,88 kommen wir auf 0,704 Meter. Die erforderliche Bewegung ist die gleiche wie in der ersten Bewegungsreihe. Also wir haben hier auch wieder 60 Quadratzentimeter. Dann der Umfang bei 0,8 d, genauso wie gerade, nur dass es das a verändert, also 2 mal 0,8 plus, also hier, ne, 2 mal 0,8 plus Pi mal 2 und jetzt ein anderes a. Oder 2 Pi mal a, 0,704. Und damit kommen wir auf 6,02 Meter. Für U 0,8. Ja, wählen tun wir die Bewegung jetzt. Also gewählt 10 mal zweischnittige Bügel. Wir wählen das gleiche wie gerade. Durchmesser 20. Das ist halt die gleiche Bewegungsmenge, die wir brauchen. Gerade brauchten wir 60, jetzt auch wieder. Und damit haben wir eine vorhandene Bewegung von 62,64 Quadratzentimeter. Gut, dann ST vorhanden wieder. Wir haben U 0,8 d, also 6,02 Meter diesmal, durch die gleiche Anzahl an Bügelschenkel. Ja, also 6,02 durch 2 mal 10 kommen wir auf 30,1 Zentimeter. Und das muss kleiner sein als Max ST. Max ST ist aber in diesem Fall 2,0 d, da wir außerhalb des kritischen Rundschnitts liegen. Ja, also wir dürfen etwas größere Abstände wählen, nämlich hier 176 cm, also auch locker eingehalten mit den 30,1. Aber schreiben wir das noch dazu. Max ST 2,0 d, da außerhalb des kritischen Rundschnittes. Ja, im kritischen Rundschnitt maximaler Abstand 1,5 d und außerhalb 2,0 d. Okay, ASW min 2, gleich wie oben, also 0,08 durch 1,5. Wurzel 35 durch 500 bleibt auch. Unterschied, wir haben jetzt andere Abstände in tangentialer Richtung, in radialer Richtung nicht, aber in tangentialer Richtung haben wir jetzt 30,1 cm, in radialer Richtung bleibt es bei 44. Und damit haben wir 0,84 Quadratzentimeter, auch das ist deutlich kleiner als ASW Durchmesser 20, also 3,14 Quadratzentimeter. Okay, also erste und zweite Bewegungsreihe haben wir damit untersucht. Jetzt ist die Frage, müssen wir auch noch eine dritte Bewegungsreihe einlegen? Ja? Also Frage, ist eine dritte Bewegungsreihe erforderlich? Dafür gucken wir uns das A-Out an. A-Out ist im Abstand 1,5 d von der letzten Bewegungsreihe. Also hier, die letzte Bewegungsreihe hat 0,8 d. Wir gehen also 1,5 weiter, also in einen Abstand von 2,3 d. 2,3 mal 0,88. 2,024 Meter. Das ist größer als A-Lambda. 1,30 Meter. Ne? Gucken wir nochmal, A-Lambda hatten wir ganz am Anfang bestimmt. Ja, A-Lambda 1,30 Meter. Das heißt, der Bereich, den wir uns angucken würden, würde bis hierhin gehen. Ne? Deutlich weiter. Nochmal einen Meter weiter, hier ungefähr fast. Oder ja, knapp 70 cm. Und das können wir natürlich nicht machen. Wir können natürlich nicht weitergehen als wir bis zu dieser Außenkante. Und deswegen begrenzen wir das auf diese Außenkante. Schreiben wir einmal auf. Der äußere Rundschnitt
Jetzt so angenommen. Dass er unmittelbar am Rand des Fundamentes verläuft. Ja, also wir liegen teilweise außerhalb des Fundamentes, deswegen gehen wir an den Rand des Fundamentes und nehmen A-Out an zu 1,30 Meter. Damit können wir dann A-Out bestimmen, also die Fläche im äußeren Rundschnitt machen wir genauso wie gerade. Also 0,4 Quadrat plus, ne, das war die Stützenfläche, dann kommen hier diese vier blauen Flächen und dann noch der Kreis. Ne? Also kommt als nächstes 2 mal 0,4 plus 0,4 mal A. 1,3 plus Pi mal 1,3 Quadrat. Kommt raus 7,55 Quadratmeter. Dann VED reduziert, haben wir unsere einwirkende Kraft von 5,91 Meganewton minus Akrit 7,55 mal Sigma GD. Sigma GD haben wir hier am Anfang bestimmt mit was? 0,657. Also 0,657 kommen wir auf 0,952 Meganewton. Also einen deutlichen Abzug. Ne? Statt 5,91 haben wir jetzt 0,952 Meganewton. Dann der Umfang im äußeren Rundschnitt 4 mal 0,4. Plus der Kreisumfang 2πr, also 2π mal 1,3, kommen wir auf 9,77 Meter. Okay, dann VRDC out. Wir hatten gerade ausgerechnet 0,477 durch a, also 0,477 durch 1,3, kommen wir auf 0,367 Meganewton pro Quadratmeter. Wir müssen hier beachten, dass diese 1,3 dürfen nicht größer werden als 2,0d. Ja? Beachte, a kleiner gleich 2,0 mal d. Das ist aber hier eingehalten, wir haben ja 0,88, das heißt wir haben über 1,7, das ist also mit der 1,3 eingehalten. Warum? Ansonsten würde ich weniger als Querkrafttragfähigkeit hier bekommen und Durchstandstragfähigkeit ist ja einfach erhöhte Querkrafttragfähigkeit und die Querkrafttragfähigkeit an sich ist der Mindestwert, den ich habe. Das heißt, dieser Erhöhungsfaktor 2d zu a ist natürlich kein Erhöhungsfaktor, wenn a größer ist als 2d. Wenn da 2d durch 2d steht, ist es genau 1. Und wenn im Nenner noch größerer Wert als 2d steht, dann mindere ich den ja sogar noch ab. Und das macht dann hier keinen Sinn. Okay, dann haben wir VRDC out bestimmt. Dann gucken wir uns VED out an. Also wie groß ist die Kraft VED im äußeren Rundschnitt? Beta mal VED red. Durch den Umfang 9,77 mal die Startschöne 0,88. Kommen wir auf 0,122 und das ist kleiner als VRDC out. Und damit ist keine dritte Bewährungsreihe erforderlich. Okay, was würden wir jetzt machen, wenn hier rausgekommen wäre, wir bräuchten eine dritte Bewährungsreihe? Dann würden wir genau das, was wir für die erste und zweite Bewährungsreihe gemacht haben, also das hier, nochmal komplett machen. Ja? Dann hätten wir für die dritte Bewährungsreihe das gerechnet und dann würden wir wieder von der dritten Bewährungsreihe im Abstand 1,5d schauen, ob Bewährung erforderlich ist. Wenn ja, vierte Bewährungsreihe und so weiter. Also ist man geht so lange, bis man
irgendwann feststellt, dass man im Abstand 1,5 d keine weitere Bewegungsreihe mehr benötigt. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt dieser Aufgabe. Das ist der Punkt 4, Nachweis der Mindestlängsbewegung zur Sicherstellung der Durchstandstragfähigkeit. Also 4, Mindestlängsbewegung. Zur Sicherstellung der Durchstandstragfähigkeit. Das ist MED gleich Eta mal VED. Eta lesen wir ab. Aus dem Skript. Ne? Wir haben hier Eta x, Eta y. Und wir haben gesagt, wir gehen bei Fundamenten immer in den Bereich Innenstütze, bei den zentrisch belasteten Fundamenten. Und dann haben wir 0,125. Ja? Also Eta 0,125. Jetzt ist es so, dass wir die Querkraft VED leicht abmindern dürfen. Ja, wir dürfen hier ein VED-Rad einsetzen, aber nicht das VED-Rad, was wir vorhin ausgerechnet haben, sondern wir dürfen nur die Fläche unter der Stütze abmindern. Ja? Also die anzusetzende Querkraft VED darf um die günstige Wirkung des Sohldrucks unter der Lasteinlassungsfläche Lasteinflussfläche A Load vermindert werden. Also VED-RED ist gleich 5,91, das ist die Einwirkung, minus 5,91 durch 3 Quadrat, das ist unsere Sollnormalspannung, mal die Fläche des, der Stütze, also 0,4 zum Quadrat. Und da kommen wir auf 5,80 Meganewton. Also statt mit 5,91 dürfen wir den Nachweis mit 5,80 Meganewton führen. Das Moment, was sich dabei ergibt, hatten wir gesagt, ist ein Achtel, also 0,125 mal 5,80 Meganewton. Kommen wir auf ein Moment von 0,275 Meganewton Meter pro Meter. Damit rechnen wir jetzt einfach das, was wir bei Aufgabenteil 1 eigentlich auch schon gemacht haben, machen wir jetzt nochmal, also die Biegemessung. Mü ds ist gleich MEDS, also 0,725 durch b mal d Quadrat. Jetzt haben wir das Ganze pro Meter. Also 1,0 mal 0,88 Quadrat mal FCD 19,8. Mü d 0,04721. Gut, dann Omega. Wieder interpolieren, wieder zwischen 0,04 und 0,05, also zwischen diesen beiden Werten, und 457 bleibt natürlich auch. Also 0,0410 plus 0,0515 minus 0,0410 mal die 0,4 hier rausstreichen, also 0,721. Kommt raus 0,04857. Sigma SD haben wir gesagt, nehmen wir die 457. Gut, AS ist dann Omega mal B mal D. B 1 Meter, schreiben wir euch hin, mal D 0,88 mal FCD zum Umrechnen 10 hoch 4 und durch Sigma SD 457 kommen wir auf 18,55 Quadratzentimeter.
pro Meter. Okay, das ist die Bewährung, die wir benötigen. Wir haben in Streifen 3 und 4 eine Bewährung, die größer ist mit 20,94 Quadratzentimeter. Im übrigen Bereich haben wir eine Bewährung, die kleiner ist. Jetzt müssen wir schauen, auf welche Breite müssen wir das denn einlegen. Ja? Und die Mindestlängsbewährung ist auf die Breite BM einzulegen. Schreiben wir das auf, die Mindestlängsbewährung. Ist auf die Breite BM einzulegen. BM ist H-Coll plus 2 mal 3D zu jeder Seite. Also hier 0,4 plus 6 mal 0,88. Das sind 5,68 Meter, das ist größer als 3,0. Und da wir jetzt herausgefunden haben, dass BM größer ist als unsere Fundamentbreite von 3 Meter, ist die Bewährung der Streifen 3, 4 jetzt auf die gesamte Breite einfach einzulegen. Ja? Also da BM größer B gleich 3,0, ist die Bewährung der Streifen 3 und 4 auf die gesamte Breite des Fundamentes einzulegen.